Seit November 2017 gibt es am Münster Stadthafen das FabLab, im Prinzip eine offene Werkstatt, die Privatpersonen und Gewerbetreibenden die digitale Entwicklung und Fertigung von einzelnen Produkten ermöglichen soll. Das Lab ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins Münsterland.digital e.V., einer Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen. Was ich besonders schätze oder was uns besonders auszeichnet hier am Standort in Münster, in unserem FabLab ist, dass wir einfach so breit aufgestellt sind. Wir bieten hier sehr viele unterschiedliche Technologien an, um auch unterschiedliche Produkte herstellen zu können. Von diversen 3D-Druckern über CNC-Fräsen bis zum Lasercutter. Hier gibt es viele moderne Werkzeuge, die einen kompakten Herstellungsprozess ermöglichen sollen. Der Einstieg ist bewusst unkompliziert gestaltet. Ja, kommt vorbei. Das heißt, wir haben Formate wie beispielsweise den Open Lab Day oder den Fab Friday. Da können Interessenten einfach vorbeikommen, sich einen ersten Überblick hier über unsere Möglichkeiten, Maschinen und Räumlichkeiten verschaffen. In einem zweiten Schritt kann sich jeder anmelden zu den Workshops, zu themenspezifischen technologischen Angeboten. Das kann ein 3D-Druck-Workshop beispielsweise sein oder ein Laser-Cutting-Workshop, um den Einstieg zu gewinnen, um die Ideen mit den Technologien umzusetzen. Der Open Lab Day findet bislang jeden zweiten Mittwoch statt. Für die Nutzung des Angebots werden dann meist nur Kosten für Material und Verschleiß berechnet. Der Zugang zu Fab Fridays und Workshops ist allerdings mit einer Mitgliedschaft bzw. weiteren Kosten verbunden. Weltweit gibt es inzwischen nahezu 1500 Fab Labs. Sie verstehen sich selbst als öffentliche Ressource für technisches Wissen und digitale Fabrikation.